Kapitel 9. Latias. Eine Spur der Hoffnung. Ivy hat einen Bruder? Ich hatte einen. Ivy hat einen. Hat noch irgendjemand einen Bruder, von dem wir etwas wissen sollten? Ja, ich. Ich habe einen Bruder. Er heißt Latios. Okay, anders gefragt. Ein Bruder, von dem wir nichts wissen, aber etwas wissen sollten. Auf unserer Reise nach Schmuckstadt hatte sich Blatt gerade meinen drei Freunden vorgestellt. Und Bulbi war nicht als einzige überrascht zu erfahren, dass auch Ivy einen Bruder hatte. Vom Prinzip her stelle ich mir die Frage aber auch. Wie kann es sein, dass wir alle nichts von alledem wussten? Ich schätze, Ivy hat nicht wirklich viel von mir erzählt. Wieso auch? Wir kannten uns vor ihrer Verbannung noch kaum. Wir haben uns erst seitdem wirklich kennengelernt. Also wenn du der Bruder von Tante Ivy bist, bist du dann mein Onkel? Blatt schien sich bereits nach wenigen Minuten sehr mit der kleinen Funkenherz angefreundet zu haben. Also wenn du mich so nennen willst, dann kannst du das gerne. Wenn wir Tante Ivy dann auch treffen? Ich war mir nicht ganz sicher, wie ich antworten sollte. Doch in diesem Fall schien Ivys Bruder bereits optimistischer zu sein. Ganz bestimmt, und ich wette, sie wird sich freuen, dich kennenzulernen. Funkenherz gute Laune schien durch diese Aussichten nur zu steigen. Sie war schon den ganzen Weg lang völlig aufgedreht gewesen. Aber es war auch nicht anders zu erwarten. Sie durfte gerade zum ersten Mal auf ein Abenteuer gehen. Bulbi wirkte zwar immer noch etwas besorgt, aber ich merkte genau, dass auch sie und Shinux sich letztlich sehr darauf freuten. Nach Jahren der Pause konnten sie auch wieder eine andere Art von Nervenkitzel erleben. Die Begleitung der drei war natürlich eine ziemliche Überraschung für mich und Blatt, aber eine willkommene. Drei neue Begleiter sorgten gleich für deutlich mehr Teamgeist und Abenteuerlust. Vor allem natürlich drei Pokémon, mit denen ich ein derart starkes Band teilte. Und dementsprechend war die Laune auf unserem Weg nach Schmuckstadt unfassbar gut. Alle Sorgen schienen auf einmal wie verschwunden. Es konnte gefühlt nichts mehr schiefgehen. Der nächste wichtige Schritt würde es definitiv werden, in Schmuckstadt hoffentlich einen Hinweis auf Ivys Verbleib zu finden. Und schon bald, nach einem kurzen Zwischenstopp an einem kleinen See, kam in der Ferne der Waldrand in unser Sichtfeld. Auf die Rast am See hatten Bulbi und Shinux bestanden. Nicht, weil sie zu müde waren, um weiterzulaufen, sondern da dieser Ort eine Geschichte hatte. Dieser See war, laut ihren Erzählungen, der Ort, an dem Bulbi Shinux damals zum ersten Mal getroffen hatte, als er ganz alleine, ohne Erinnerung, durch den Wald geirrt war. Und nun, so viele Jahre später, waren beide zusammen mit ihrer Tochter wieder hier. Ich konnte mich ohne anzustrengen spüren, wie nostalgisch dieser Moment für sie gewesen sein musste. Schmuckstadt war, vom Waldrand aus, keine Stunde mehr zu Fuß entfernt. Wir liefen an hohen Klippen entlang des Meeres. Die Sonne sank langsam in Richtung der Wasseroberfläche. Die Aussicht war wirklich schön. In der Ferne kamen bald Gebäude in unser Sichtfeld. Bulbi stoppte kurz. Wieder wirkte sie nostalgisch. Da, das ist es, Schmuckstadt, meine alte Heimat. Es kommt mir vor, als wären Jahrzehnte vergangen. Von hier kommt ihr eigentlich her? Die Gegend hier ist total cool. Nur etwas wenig Action, wie es aussieht. Hier ist genug los, glaub mir. Vor allem in der Gilde kann man viele Abenteuer erleben. Wenn wir auf unserer Reise eigentlich in die Nähe der Gilde kommen? Mir fiel an diesem Punkt auf, dass wir den Weg wohl auch etwas sinnvoller hätten nutzen können, wenn wir Bulbi, Shinux und Funkenherz in unseren Plan eingeweiht hätten. Das hatte ich wohl komplett vergessen. Die Gilde ist unser Ziel für heute. Wir hoffen darauf, dass wir dort eine Spur von Ivy erhalten. Die Pokémon dort bekommen ihre Informationen immerhin von überall. Heißt das, wir besuchen heute eine richtige Gilde? Und treffen da vielleicht andere Abenteurer? Es würde mich doch sehr wundern, wenn wir in der Gilde keine Abenteurer treffen würden. Also, worauf warten wir noch? Weiter geht's! Auch wenn er versuchte, es nicht ganz so deutlich zu machen, war es offensichtlich, dass Shinux selbst unbedingt wieder zur Gilde wollte. Ich wusste, dass Bulbi im Krieg einen ihrer Gildenfreunde getroffen hatte, jedoch zu einem Zeitpunkt, als Shinux noch nicht wieder bei uns war. Ich überlegte bereits, ob die Pokémon der Schmuckstädtergilde überhaupt wussten, dass Shinux doch am Leben war. Das letzte, was sie von ihm gehört hatten, war schließlich Bulbis Erzählung, als wir selber alle noch dachten, er wäre tot. Andererseits gab es jedoch auch Spark und Endivir, die uns beide ja auch nach Shinux Rückkehr noch begegnet waren. Außerdem hatte wohl jedes Pokémon die große letzte Schlacht in der Menschenwelt mitbekommen.
die Schlacht in der Shanux den dunklen Magier zur Strecke brachte. Nach den Kämpfen gegen die Generäle, Protograudon und den Hoffnungsbringer. Dieser Abend damals verlieh mir immer noch Flügel. Wir hatten eine derartige Herausforderung bestanden. Wir hatten bewiesen, dass wir als Team unbesiegbar sind. Egal, was in der dunklen Welt auf uns warten würde, es hätte keine Chance gegen unsere wahre Macht. Doch für diese wahre Macht mussten wir uns erst wieder vereinen. Und dazu mussten wir Eevee finden. Also wieder zurück ins Hier und Jetzt. Denn Schmuckstadt lag nur noch Minuten entfernt. Zum ersten Mal würde ich die Stadt betreten, aus der zwei meiner engsten Freunde ursprünglich stammten, in der sie aufgewachsen waren, in der sie ein Team geformt hatten. Die Gilde, die einst ihre Heimat war. Äußerlich zeigte Schmuckstadt wirklich, dass diese Welt eine Parallelwelt zur Wurzelwelt war. Die Lage, die Atmosphäre, der Aufbau, es alles erinnerte mich sehr an Schatzstadt. Selbst den Strand konnte ich bereits aus der Ferne entdecken. Vielleicht würden wir ihm noch einen kurzen Besuch abstatten. Aber zuerst das Wichtigste. Die Gilde. Wie auch in Schatzstadt wurden wir an der Schmuckstädter Gilde von einem Gitter und einem verschlossenen Tor begrüßt. Um Einlass zu erhalten, mussten wir uns auf das Gitter stellen und hoffen, dass unsere Füße nicht böse aussahen. Das System hatte ich ehrlich gesagt noch nie so ganz verstanden. Anstatt dass man Pokémon einfach versucht verbal einzuschätzen, müssen es die Füße sein. Aber ich will ja lieber keine Gildenprinzipien hinterfragen. Bevor wir überhaupt die Gelegenheit hatten zu debattieren, trat Bulbi bereits auf das Gitter. Wenige Sekunden später ertönte eine metallische Stimme von unten. Fußabdruck, Fußabdruck, er ist von... Für einige Sekunden verstummte die Stimme. Eine andere Stimme ertönte, die sich offensichtlich an die erste wandte. Hast du was verschluckt oder warum sprichst du nicht einfach deinen Text zu Ende? Ich will wissen, ob ich das Pokémon reinlassen kann. Shinox und Bulbi warfen sich vielsagende Blicke zu. Das sind Magneton und Zickzacks, also... Von der Stimme her inzwischen wahrscheinlich Geradax. Ja, auch wenn natürlich die Frage ist, ob Magneton wirklich Magneton ist oder inzwischen ein Magnetilo, der sich entwickelt hat. Kurz nachdem die beiden mit Flüstern fertig waren, ertönte erneut die erste Stimme. Ja, lass sie auf jeden Fall rein. Es ist Bulbi. Im nächsten Moment konnte man nichts mehr von unten verstehen. Es entstand einfach ein verwirrendes Stimmengewirr. Bulbi schien die Situation nun irgendwie sehr unangenehm zu sein. Während Shanux sich eher über das Verhalten seiner alten Freunde amüsierte. Langsam legte sich das Gewirr und die Stimme des Magneton drang wieder zu ihr durch. Bist du alleine? Und wenn nein, wer ist noch bei dir? Wir sind zu fünft. Außer mir sind Latias, Blatt vom Waldkontinent, Shinux und unsere Tochter dabei. Wieder entstand ein Stimmgewirr, welches wir dieses Mal jedoch zum Glück nicht abwarten mussten. Denn schon nach wenigen Sekunden öffnete sich das Tor vor uns. Nacheinander traten wir in den Untergrund, in dem sich die gesamte Gilde befand. Bulbi ging zusammen mit der inzwischen noch aufgedrehteren Funkenherz vorne weg. Shinux folgte, anschließend kam Blatt und ich bildete den Schluss. Als ich die Leiter hinabschwebte, hörte ich, wie sich das Tor hinter mir wieder schloss. Als ich unten ankam, hatte sich bereits eine Handvoll Pokémon versammelt. Als ich mich umsah, war ich zunächst verwirrt. Hier waren gerade 7 Pokémon. Wie zur Hölle hatten es 7 Pokémon geschafft, so laut zu sein, wie wir es gerade von oben gehört hatten? Aber solche Fragen waren letztlich wohl doch eher zweitrangig. Funkenherz hatte sich bereits von unserer Gruppe gelöst und raste wie verrückt durch die Gegend. Manche der Gildenmitglieder ignorierten sie, andere warfen ja amüsierte Blicke zu. Bulbi schien die ganze Aufmerksamkeit, die wir erhielten, etwas unangenehm zu sein. Entschuldigt Funkenherz bitte, sie wollte schon immer eine Gilde sehen und das ist jetzt das erste Mal, dass sie tatsächlich eine betreten kann. Sie sprach zwar offensichtlich mit allen Anwesenden, wandte sich aber hauptsächlich an ein bestimmtes Pokémon. Ein Kadabra. Laut Bulbis und Shinux Erzählung wusste ich schon, dass es der Gildenmeister sein musste. Er wirkte nicht so, als würden Funkenherz-Turnereien ihn wirklich stören. Lass ihr ihren Spaß und lass uns zum Wesentlichen kommen. Willkommen zurück, oder für euch beide auch zum ersten Mal willkommen, Latias und Blatt.
Während Funkherz sich etwas abregte und aufhörte, durch die Gilde zu rennen und stattdessen anfing, die Pokémon der Gilde auszufragen, begrüßten sich die alten Freunde erst einmal. Habe ich das gerade richtig mitbekommen? Dieses kleine Energiebündel, das da hinten rumturnt, ist eure Tochter? Ja. Und manchmal habe ich das Gefühl, sie kommt etwas zu sehr nach uns. Sie ist wirklich eine geborene Abenteurerin. Nur, dass sie es auf etwas andere Weisen auslässt, da sie bisher nicht auf ein Abenteuer gehen konnte. Während wir weitersprachen, schien sich glücklicherweise niemand an Funkenherz zu stören. Etwas später waren wir im Büro des Gildenmeisters versammelt. Wir hieß in diesem Fall meine gesamte Gruppe, inklusive Funkenherz, die inzwischen eher müde als hyperaktiv wirkte, und natürlich der Gildenmeister. Also gut, dann sollten wir, denke ich, langsam zum Punkt kommen. Ich denke, ihr habt gute Gründe, warum ihr in so einer Gruppierung hier auftaucht. Können wir euch irgendwie behilflich sein? Auch wenn Bulbi und Shinox eine bessere Verbindung zu Kadabra hatten, entschied ich mich, dieses Gespräch über unsere Mission selber zu übernehmen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr in der Gilde unsere Freundin Evie kennt. Wir suchen sie. Kadabra musste offensichtlich stark überlegen. Ich weiß, wen du meinst. Die Anführerin des Stammes auf dem Waldkontinent. Aber wo sie ist? Ich bilde mir ein, jemand aus der Gilde hätte mir neulich etwas über sie erzählt. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, wer es war. Ich weiß es aber. Eine mir nicht unbekannte Stimme ertönte in der Eingangstür zum Büro. Es tut uns leid, wenn wir stören, aber wir haben gerade bei unserer Rückkehr gehört, dass wir Besuch haben und wollten sie hier begrüßen. Zwei alte Bekannte aus dem Krieg in der Menschenwelt. Die beiden, die in dieser Gilde die Plätze von Shinox und Bulbi nach Ende des Abenteuers eingenommen hatten. Spark und Endivia. Es ist toll, euch hier zu sehen. Wir haben zu lange nichts von euch gehört. Da stimme ich zu. Vielleicht hätten wir die Gilde schon früher wieder besuchen sollen. Offensichtlich begann Bulbi jetzt schon, einige ihrer früheren Handlungen in anderem Licht zu sehen. Ihr habt gerade von Evie geredet, nicht? Geradax hatte neulich etwas von ihr erzählt. Das hatte mich damals schon sehr aus der Bahn geworfen, aber wenn ihr sie hier jetzt noch sucht, ist irgendwas passiert? Vieles, vieles ist geschehen. Latias braucht ihre Hilfe. Sie will das alte Team wieder vereinen, da sie gegen einen neuen Feind vorgehen müssen. Aber Evie ist nicht bei ihrem Stamm, seit sie vor fast 3 Jahren Groudon unterlag und den Stamm übernommen hat. Es war relativ eindeutig, dass derartige Neuigkeiten vom Waldkontinent wohl nicht sonderlich schnell überschwappten. Denn weder Spark noch Endivia hatten offensichtlich irgendeine Ahnung davon gehabt. Groudon aber, hat sie denn nicht schon in der Menschenwelt besiegt? Wie kann er dann angreifen? Er ist damals nicht gestorben. Er hat seinen Rubin verloren und ist hierher zurückgekehrt. Und er wollte Rache. Evie ist geflohen und zieht seitdem vermutlich irgendwo umher. Wir müssen sie finden. Für ihren Clan, ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit aller Welten. Innerhalb von Sekunden fasste Spark einen Entschluss. Wenn Evie wirklich in solchen Schwierigkeiten steckt und schon wieder alle Welten in Gefahr sind. Nach allem, was in der Menschenwelt passiert ist, bin ich Evie definitiv einiges schuldig. Gildenmeister, Latias, wenn es für euch beide in Ordnung ist. Lasst mich mitkommen. Ich will euch helfen. Und Evie. Ich will meinen Teil zur Rettung der Welt beitragen. Sein Angebot kam unerwartet, doch trotz, dass er im Krieg nicht unbedingt den besten Eindruck hinterlassen hatte, freute ich mich. Ich hatte schon damals bemerkt, dass seine Vorurteile ihn geblendet hatten, er jedoch kein grundlegend schlechtes Pokémon war. Im Gegenteil. Sowohl Kadabra als auch Endivia wirkten ziemlich überrascht. Nun, das ist natürlich eine besondere Anfrage. Aber auch wenn ich daran denke, was einst euch beiden geschah, Bulbi und Shinox, ich werde dich nicht aufhalten, wenn es wirklich dein Wunsch ist, diese Gruppe zu begleiten. Blatt wirkte tatsächlich auch sehr erfreut über diese Lage. Erst da dämmerte mir, dass die beiden sich sehr sicher bereits kannten. Sie stammten schließlich beide vom selben Stamm. Und sie lebten für einige Zeit dort zusammen. Ich meine, ich habe erst vor ein paar Stunden Bulbi, Shinox und Funkenherz zugesagt, dass sie mitreisen dürfen. Da werde ich dich natürlich jetzt nicht ablehnen, Spark. Und wenn du auch mitkommen willst, Endivia? Natürlich war auch Sparks Teampartnerin ein Pokémon, das von dieser Situation beeinflusst wurde und dementsprechend ein Wort mitzureden haben sollte. Sie wirkte jedoch tatsächlich sehr unschlüssig.
Und letztlich entschied sie sich tatsächlich entgegen meiner Erwartung. Ich glaube nicht, dass das große Abenteuer wirklich etwas für mich ist. Ich würde lieber hierbleiben und das Team weiterführen. Aber ich finde auch, dass du mitkommen solltest, Spark. Ich weiß, dass du ihnen von großem Nutzen sein kannst. Und ich weiß, wie sehr du deine Fehler Ivy gegenüber wieder gut machen willst. Spark selber wirkte nicht zu überrascht und sehr verständnisvoll. Gut, dann. Habe ich wirklich keine Ahnung, was diese Reise bringen wird, aber ich werde irgendwann wieder hierher zurückkommen. Ich verlasse mich auf dich, Endivir. Du kommst auch ohne mich klar. Noch unterbrach ich ihren Abschied allerdings. Es ist noch etwas zu früh für eure Abschiede. Erst einmal hast du uns noch nicht erzählt, was du weißt, Spark. Und außerdem werden wir heute Schmuckstadt ohnehin nicht mehr verlassen. Dann würde ich vorschlagen, dass ihr die Nacht hier in der Gilde verbringt. Wir haben derzeit freie Zimmer, da einige Mitglieder auf einer größeren Expedition sind. Dann habt ihr genug Zeit, damit Spark euch erzählen kann, was er weiß. Und damit ihr euch verabschieden könnt. Somit war es entschieden. Der Tag endete. 4 neue Mitstreiter, einer davon wohl dauerhaft, traten unserer Gruppe bei. Und es gab offensichtlich eine Spur zu Ivy. Der Tag hätte kaum besser laufen können.